Um eine sportliche Aktivität, die sicherlich schon jeder von uns einmal ausgeübt hat, geht es in unserem nächsten Beitrag aus Trabach. Jetzt bekommt die beliebte Sportstätte am Trabacher See einen neuen Nachfolger. Mehr dazu in unserem nächsten Beitrag von Helmut Schellenbacher. Der Trabacher See ist ein beliebtes Naherholungsgebiet im Bezirk Leoben. Eine immer wieder gern besuchte Einrichtung hat jetzt einen neuen Nachfolger gefunden. Es handelt sich um die seit fast 40 Jahren bestehende Miniaturgolfanlage, die sowohl von Hobbysportlern als auch Kampfsportlern immer wieder gern genutzt wird. Vor kurzem wurde im Beisein des Bürgermeisters von Trabach die Anlage an den neuen Pächter übergeben. Bei den scheidenden Pächtern herrscht dennoch ein bisschen Wehmut. Wenn man jetzt zurückschaut, was waren so die Highlights, mit was hat man zu tun gehabt? Es war eine sehr schöne Zeit. Viele Gäste natürlich, das Minigolf mit dem Verein. Also es war im Großen und Ganzen mein Leben. Für den See natürlich eine Bereicherung, dass es auch weitergeht. Aber ich glaube, ihr habt es auch sehr dazu beigetragen, dass viele Leute zu euch gekommen sind, Minigolf zu spielen und einfach die Infrastruktur her genutzt haben. Ja, das glaube ich schon, dass das durch das, dass wir eben so lange da waren oder so betrieben haben und wir haben eigentlich viel Stammgäste gehabt auch, und wir waren sehr zufrieden und sehr mit uns auch. Die Minigolfanlage am Trabacher See hat einen neuen Besitzer gefunden. Ihr übernehmt das Ganze. Was wird sich ändern? Wird sich überhaupt etwas ändern oder betreibt ihr das so weiter, wie es bis jetzt war? Ja, grundsätzlich haben wir schon vor, dass wir es so weiterführen, wie es die Dorli und der Herbert bisher gemacht haben. Natürlich gibt es ein paar Änderungen. Wir werden ein bisschen Jausen anbieten, vom Gastronomischen her, hausgemachte Mehlspeisen eben. Und die Möglichkeit natürlich auch für Gruppen, dass wir vom Landhotel Reitingblick, also die Speisen nach Vorbestellung dann auch herunterführen, dann, dass die Leute es da eben dann nach der Minigolfrunde dann essen können. Was war eigentlich der Grund, dass ihr gesagt habt, das übernehmen? Ja, die Dorli hat einmal erzählt, dass sie eben jetzt in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen möchte. Und wir haben uns dann überlegt, das wäre gar nicht so eine schlechte Geschichte, auch in Kombination eben mit dem Hotel oben. Sage ich jetzt einmal grundsätzlich auch für die Hotelgäste, dass die was eine Erweiterung der Infrastruktur, eben eine Erweiterung des Angebotes haben. Und wir haben gesagt, das passt gut dazu, eben als Betriebserweiterung für unser ganzes Haus. Und darum haben wir uns da die Gedanken gemacht und haben wir das gemacht. Also wir werden jetzt da verstärkt auch mit dem Minigolf-Club, was er dann nach wie vor stationiert ist, zusammenarbeiten. Der Herr Wieser hat ja auch gesagt, er wird uns da unter die Arme greifen auch eben und auch eventuell sogar den Leuten auch die Schlagtechniken und so weiter wieder näher bringen. Und da kann man sicher einiges dann anbieten, auch für die Aktivität des Minigolfspiels. Wir waren in Sorge, dass es keinen geeigneten Nachfolger für die Dorli gibt, aber inzwischen haben wir eben Stegmüller Thomas und ich muss sagen, die ersten Gespräche, die wir geführt haben, waren ausgezeichnet und ich denke, wir werden kontinuierlich weiterarbeiten können. Wie schaut es denn generell in Österreich mit Minigolf bzw. Miniaturgolf aus? Sagen wir mal so, es ist eine absolute Randsportart, das ist keine Frage nicht, obwohl es wahrscheinlich die meistgespielte Sportart in Österreich ist, weil es spielt ja jeder Minigolf, weil es ist eine lustige und erholsame Sache. Dass es natürlich auch als Turniersport es gibt, ist halt den meisten unbekannt. Aber es macht auch im Turniersport sehr viel Spaß. In seiner Ansprache bedankte sich der Bürgermeister für das Geleistete mit einem kleinen Geschenk und hofft mit dem neuen Pächter, das Begonnene erfolgreich fortzusetzen. Herr Bürgermeister, die Minigolfanlage hat eine Nachfolge gefunden. Ich glaube, es ist ja rund um den Trabacher See auch ein sehr wichtiger Bereich, Gäste zum See zu bringen. Ja, auf jeden Fall. Unser Trabacher See ist ja eigentlich ein Rückstaubbecken für den Hochwasserschutz. Ist aber doch ein sehr schönes Naherholungsgebiet im Bezirk Leoben. Und die Miniaturgolfanlage mit dem Buffet von der Dorli Mitterhuber über 36 Jahre war natürlich eines der großen Aushängeschilde. Und ich bin froh, dass es einen tollen Nachfolger mit der Familie Stegmüller gibt und die das sicher weitere Jahrzehnte gut führen wird. Aber wie gesagt, das Naherholungsgebiet Trabacher See ist mittlerweile sehr bekannt, dass es eine schöne Anlage ist, wo man gut entspannen kann, wo man sehr schön spazieren gehen kann.
einiges rund um den See erleben kann. Wir haben eine tolle Gastronomie rund um den See, mehrere Gastronomiebetriebe, einer davon ist jetzt Stegmüller, Reitingblick Stegmüller mit der Außenstelle quasi Miniatur-Golfanlage Trabochersee. Der Ansturm auf den Trabochersee ist eigentlich enorm, vor allem früher schon regelmäßig, aber vor allem seit der Corona-Krise sehen die Leute, was man eigentlich zu Hause hat. Und umso mehr kommen sie auch zu unserem Naherholungsgebiet.